Huhu, Leute, ich bin Flaschauer und ich möchte euch zu einem kleinen Guild Wars 2 Community Event einladen. Ihr wisst ja, vor einiger Zeit habe ich einen Community Discord Server gestartet, wo auch schon mittlerweile echt viele Leute drauf sind. Und seitdem haben wir eigentlich täglich zusammen Strike Missions gemacht. Viele Leute, die das noch gar nicht kannten, ein paar Leute mit etwas Erfahrung. Und da konnten wir jetzt schon ein bisschen üben und jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen weiter treiben. Denn es wird jetzt diesen Samstag ein Raid Übungsrun geben. Hauptsächlich wird das Ganze von Aye Dail organisiert. Ich werde dabei auch dabei sein. Aber hauptsächlich ist das Ganze von Aye Dail ins Leben gerufen worden. Und wir wollen zusammen ein paar der leichten Raid-Bosse machen. Ihr braucht auch keine Erfahrung dafür, auch wenn ihr noch nie Raids gemacht habt. Das ist jetzt die Chance für euch, mal in Raids reinzuschnuppern und eventuell, wenn alles gut läuft, auch schon vielleicht mal einen Raid-Boss-Kill hinzukriegen. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ihr müsst dafür einfach nur auf den Discord-Server kommen. Und hier auf dem Discord-Server gibt es jetzt einen Channel namens Special Raid Event. Da wurde auch schon ziemlich viel geschrieben von Aye Dail. Da könnt ihr euch auch nochmal informieren. Ihr seht es hier auch oben, Samstag, 11.04. 18.30 Uhr, mindestens 2 Stunden mitbringen. Und ihr findet hier auch noch ganz viele andere Informationen zu Builds, zu den Bossen, die wir machen werden oder versuchen werden, was es für Anforderungen gibt, denn es sind nun mal Raids. Das heißt, ein paar kleine Anforderungen gibt es, sowas wie, dass ihr mindestens Heart of Thorns besitzt, denn sonst könnt ihr gar nicht in die Raids rein. Außerdem mindestens eine Klasse, was ein einigermaßen anständiges Build und auch Gear hat, mindestens exotisch. Ihr werdet aber auch euch, um damit anmelden zu können, sowieso mit Aye Dail auseinandersetzen müssen. Das heißt, schreibt die da einfach an, wenn ihr mitmachen wollt. Und dann wird sie auch mit euch das Bild durchgehen. Das heißt, gucken, was wollt ihr überhaupt spielen und was kann man an eurem Bild noch ein bisschen ändern. Das heißt, wenn ihr da mitmachen wollt, solltet ihr auch gewillt sein, euer Bild eventuell anzupassen, das neue Bild eventuell zumindest ein bisschen zu üben, euch mal die Bosse anzugucken, denn wir haben auch extra für diese Bosse, die wir machen wollen, Guide-Videos erstellt, die schon etwas älter sind, aber die sind immer noch aktuell. Und ihr solltet wenigstens in den Voice-Channel kommen können und zuhören können. Es wäre natürlich besser, wenn ihr auch reden könntet, aber wenigstens zuhören. Dafür müsst ihr auch auf den Discord-Server kommen. Ihr findet aber auch alle Informationen, wie gesagt, hier im Discord. Da wurde das auch schon vor ein paar Tagen gepostet. Es sind auch schon einige Leute angemeldet. Das heißt, es gibt auch nicht mehr ewig viele Plätze. Und es ist natürlich auch so, wenn sich letztendlich mehr als 10 Leute anmelden, dann können natürlich leider nicht alle mit. Wir werden uns aber trotzdem alle Leute, die daran Interesse haben, aufschreiben, dass wenn in Zukunft nochmal so ein Raid-Event ist, dass diese Leute dann bevorzugt mitgenommen werden, wenn es dann soweit ist. Naja, also ihr seht schon, das ist jetzt eure Chance, mal in Raids reinzugucken. Wir wissen noch nicht, ob wir die Bosse auch schaffen werden, aber ihr könnt es wenigstens mal üben und selbst auch mal Raid spielen. Also ich glaube, das wird ganz cool. Wie gesagt, diesen Samstag kommt einfach auf den Discord, meldet euch dafür an und dann sehen wir, wie es laufen wird. Ihr müsst natürlich auch verstehen, auch wenn jetzt natürlich passiert, dass sich 10 Druiden anmelden, dann ist es klar, dass das auch irgendwie nicht klappt. Das heißt, wir müssen nun mal bei Raids auch gucken, dass das Team einigermaßen ausgeglichen ist, dass man wenigstens eine Chance hat, die Bosse auch zu schaffen. Von daher kann es sein, dass ihr vielleicht eine Absage bekommt. Aber wie gesagt, bei all solchen Sachen werden wir es dann aufschreiben, dass man dann beim nächsten Mal bevorzugt wird. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Also wie gesagt, kommt auf den Discord, meldet euch bei Aye Dail, tragt euch ein. Und dann sehen wir uns am Samstag und dann gucken wir mal, wie weit wir mit den Raids kommen. Ich sage hier erstmal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich und meldet euch dafür an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Ciao, Leute.